Don Gabriele Amort bezeugt also, dass diese satanischen Sekten bis in die Kardinalsränge den Vatikan infiltrieren. Wir dürfen ihnen nicht den Gefallen tun und vom Glauben der Kirche abfallen, sondern müssen der Kirche treu bleiben. Denn die katholische Kirche ist der Weg zum Heil, den der Herr Jesus Christus uns auf Erden hinterlassen hat. Hallo und herzlich willkommen bei Katplosiv. In diesem Video geht es um ein sehr sensibles und sehr heikles Thema, nämlich um die Infiltrierung der katholischen Kirche. Beginnen möchte ich diese Untersuchung mit dem Rundschreiben über die Lehre der Modernisten vom Papst Pius X. Dieser schreibt nämlich: Wir sind aber gezwungen, nicht länger zu zögern, weil sich die Verfechter jener Irrtümer bereits nicht mehr ausschließlich unter den offenen Feinden finden. Nein, zu unserem größten Schmerze und zu unserer Beschämung müssen wir es sagen, sie lauern schon innerhalb der Kirche selbst, am Busen und im Schoße der Kirche und sind umso gefährlicher, je weniger man sie kennt. Also Papst Pius X. Hat schon Anfang des 20. Jahrhunderts, ich glaube sein Pontifikat endete 1914, hat er schon vor der Lehre der Modernisten gewarnt und dass diese Modernisten, welche diese Neuerungen bringen, welche die katholische Lehre zerstören wollen, innerhalb der Kirche sind. Wir meinen, ehrwürdige Brüder, viele aus der katholischen Laienwelt, ja, was noch viel schlimmer ist, sogar aus den Reihen des Klerus, die unter dem Deckmantel der Liebe zur Kirche ohne die Grundlage einer soliden Philosophie und Theologie angesteckt von dem Gifte der Lehren, wie sie die Feinde der Kirche vortragen, alle Bescheidenheit beiseite setzend, sich zu Reformatoren der Kirche aufwerfen. Kühn schließen sie ihre Reihen zusammen, greifen das Heiligste an Christi Werk an und schonen dabei nicht einmal die göttliche Person des Erlösers selbst, den sie in blasphemischer Frechheit zu einem bloßen, armseligen Menschen herabrücken. Er sagt also, dass die Modernisten, ihnen fehlt eine solide Philosophie und Theologie. Sie verbreiten das Gift ihrer Irrlehren innerhalb der Kirche. Mögen diese Leute sich wundern, wenn wir sie zu den Feinden der Kirche rechnen, über das Innere ihres Herzens richtet freilich Gott allein. Aber wer ihre Lehren, ihre Reden und Handlungsweisen kennt, der kann sich darüber nicht wundern. Ja, es ist nur zu wahr. Sie sind schlimmer als alle anderen Feinde der Kirche. Denn nicht außerhalb, sondern, wie gesagt, in der Kirche selbst schmieden sie ihre Pläne zum Verderben der Kirche, im Blute der Kirche. In ihrem tiefsten Inneren steckt die Gefahr und der Schaden ist umso sicherer, je genauer sie die Kirche kennen. Papst Pius X. Berichtet also von einer Infiltrierung der modernistischen Irrlehrer, welche sich im Schoße der Kirche befinden, dort ihre verderblichen Lehren verbreiten. Er nennt sie ein Gift, Feinde der Kirche. Und sie sind innerhalb der Kirche. Nicht mal wie früher, dass die Kirche von außen angegriffen wurde, sondern dass sie jetzt von innen zerstört wird. Der Theologe Dr. Taylor Marshall erklärt diese Worte von Papst Pius X. Sehr treffend, nämlich dass er damit die Freimaurerei meint. In seinem Buch Infiltriert schreibt er auf Seite 65, Pius X. Erkannte, dass die Freimaurerei keinen offenen Konflikt mit dem Katholizismus suchte, sondern ihn vielmehr von innen her mit ihren Ideen unterminieren wollte. Er identifizierte diesen inneren freimaurerischen Angriff sogleich als Modernismus, als freimaurerischen Naturalismus unter dem Schein der Katholizität, der sich durch Verweis auf die Dogmenentwicklung zu rechtfertigen suchte. Wir sehen ja, dass die Freimaurer gewiss keinen offenen Konflikt mit der Kirche suchen, sondern, wie Papst Pius X. Es ja sagte, sie unterwandern die Kirche und wollen die Lehre der Kirche ändern. Sie rechtfertigen es mit einer Entwicklung. Papst Pius X. Nennt sie Reformatoren. Und es ist ja kein Geheimnis, dass die Freimaurerei in ihren höheren Graden ein bekennender Satanismus ist. Jetzt kommen wir mal zu Gabriele Amort. Er war Chefexorzist im Vatikan. Und er offenbart uns wirklich Erschreckendes. Sein Buch Memoiren eines Exorzisten ist in einem Interview geschrieben. Die Frage: Don Gabriele, Sie sagten mir, dass einige Sekten weniger gefährlich sind
dass aber andere überaus gefährlich sind. Don Gabriele Amort antwortet, in der Tat, einige müssen sehr ernst genommen werden. Und leider gibt es sie überall, sogar im Vatikan. Frage, auch im Vatikan? Antwort, ja, auch im Vatikan gibt es Anhänger satanischer Sekten. Frage, um wen handelt es sich da? Handelt es sich um Priester oder um einfache Laien? Die Antwort von Gabriele Amort, es sind Priester, Monsignore und auch Kardinäle. Ich weiß es von Personen, die mich darauf aufmerksam machen konnten, da sie die Möglichkeit hatten, es direkt zu erfahren. Und es ist auch eine Wahrheit, die mir mehrmals vom Teufel selbst gebeichtet worden ist, als ich ihn im Verlauf des Exorzismus dazu zwang. Frage, ist der Papst darüber informiert worden? Zur Info, zu dem Zeitpunkt war Papst Benedikt XVI. Noch im Amt. Antwort, selbstverständlich ist er darüber informiert worden. Er macht, was er kann. Es ist eine furchtbare Angelegenheit. Und wenn man sich zudem vor Augen hält, dass Papst Benedikt ein deutscher Papst ist, er kommt von einem Land, das ausgesprochen abgeneigt ist, an solche Dinge zu glauben. In Deutschland gibt es praktisch keinen Exorzisten. Doch er, der Papst, glaubt an diese Dinge. Ich hatte dreimal Gelegenheit, mit ihm darüber zu sprechen, als er noch Präfekt der Glaubenskongregation war. Selbstverständlich glaubt er an diese Dinge. Er hat auch mehrmals öffentlich darüber ausdrücklich gesprochen. Er hat uns, die Vereinigung der Exorzisten, empfangen. Er hielt eine sehr schöne Ansprache, worin er unser Apostolat lobte und uns ermutigte. Vergessen wir nicht, dass Johannes Paul II. Sich sehr oft und ausführlich über den Teufel und den Exorzismus geäußert hat. Don Gabriele Amort bezeugt also, dass diese satanischen Sekten bis in die Kardinalsränge den Vatikan infiltrieren. Und Papst Benedikt XVI. Wusste darüber Bescheid. Und er hat auch dagegen gearbeitet, wie Don Gabriele Amort es sagt. Wie die Ergebnisse dieser Arbeit von Papst Benedikt XVI. Dagegen war, kann ich nicht sagen, denn der Vatikan ist natürlich auch nicht in allen Themenbereichen transparent und durchsichtig. Papst Pius X. Berichtet also von einer Infiltrierung der Kirche durch Modernisten. Im weiteren Verlauf seines Buches Rundschreiben über die Lehre der Modernisten geht er auch darauf ein, dass selbst Priester, Bischöfe und so weiter zu den Reihen der Verschwörer gehören. Dr. Taylor Marshall hat es sehr gut ausgelegt, dass Papst Pius X. Damit auch die Freimaurer meint. Freimaurerei ist im erweiterten Sinne eine satanische Sekte. Diese Satanisten infiltrieren den Vatikan laut Gabriele Amort. Und wir sehen ja, wie sie von innen heraus die Kirche bekämpfen, nicht von außen, sondern von innen. Sie bringen Reformen an, Neuerungen. Sie wollen die katholische Lehre verwässern, unterwandern und verändern. Und die Ergebnisse sehen wir ja heute, gerade hier in Deutschland. Da brauche ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Ihr wisst, was ich meine. Wie praktizieren diese Satanisten ihren schrecklichen Glauben? Sie feiern schwarze Messen. Eine schwarze Messe ist ein teuflisches, finsteres Gegenstück zur heiligen Messe. Die Satanisten, sie untergraben die katholische Kirche, wollen sie von innen heraus zerstören und bilden ein Gegenstück zur katholischen Kirche und auch ein Gegenstück zur heiligen Messe. Und dazu nutzen sie auch den Leib des Herrn, gewandelte Hostien. Von daher ist es noch schlimmer, wenn Kleriker, also Priester, Bischöfe, die ja die Gewalt haben, Brot und Wein in Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus zu wandeln, wenn diese sich diesen teuflischen Sekten verschreiben. Don Gabriele Amort beschreibt die schwarzen Messen ebenfalls in seinem Buch. Die schwarzen Messen beschreibt er folgendermaßen in seinem Buch auf den Seiten 128 und 129. Er berichtet zuerst, dass die Teilnehmer dieser Sekten sich mit Drogen berauschen, also sie wollen ihr Bewusstsein erweitern, Kontrolle abgeben. Aber wenn man Kontrolle abgibt, ist dort immer etwas, was Kontrolle übernimmt. Und wenn man sein Bewusstsein öffnet, dann ist auch etwas da, was durch die offenen Türen reingeht. Von daher keine Drogen nehmen. Des Weiteren beschreibt er die schwarze Messe folgendermaßen. Das Hauptkennzeichen der schwarzen Messe ist immer Verachtung der Eucharistie. Bei einer schwarzen Messe ist es eine nackte Frau, die als Altar dient. Diese sollte jungfräulich sein.
Sie wird vergewaltigt, zuerst von dem, der die Rolle des Priesters spielt, und dann von allen anderen. Schließlich tun sie es unter sich. Mit anderen Worten, ein wahres Bordell. Übrigens gehen die meisten zu den schwarzen Messen wegen der Sache, die nachher geschieht, wegen des Bordells. Es wird also ein jungfräuliches Mädchen genutzt, was natürlich eine Verachtung des Zölibats stellen soll und die Verachtung der Eucharistie. Also es wird die heilige Messe der katholischen Kirche in pervertierter Weise imitiert. Er wird gefragt, unter diesen Umständen besteht nun wirklich die Gefahr eines dämonischen Einbruchs, nicht wahr? Sie sagen es, während der schwarzen Messen und beim Satanskult geschieht dies oft. Damit ist nicht zu spaßen. Es ist dem Teufel völlig ernst mit seiner Arbeit. Und Gott ist nicht gehalten, es zu verhindern. Gott hat uns als freie Wesen erschaffen. Die Priester, die über diese Themen predigen sollten, tun es leider nicht. Sie schweigen bei der Existenz der Hölle, des Teufels und über die Gefahren, in die man sich begibt, wenn man den Irrweg einschlägt. Rauchen, Drogen, schwarze Messen, Zaubererkartenleger, Wahrsager und so weiter. Don Gabriele Amort beschreibt es also, diese Kultanhänger berauschen sich mit Drogen und feiern eine schwarze Messe. Die schwarze Messe ist aber eine noch viel ernstere Angelegenheit, wo wir wieder auf diese Infiltrierungsgeschichte zurückkehren. Auf Seite 99 beschreibt er nämlich auch eine schwarze Messe, von der ihm jemand berichtete, den er exorzierte. Denn wie vorhin gesagt, gibt es auch einen dämonischen Einbruch bei dieser schwarzen Messe. Dort schreibt er auf Seite 99: Ich wollte wissen, wie sie die schwarze Messe zelebrieren. Er sagte mir, dass sie gestohlene Hostien benutzen. Also, wir wissen ja, bei der heiligen Eucharistie wird ja Brot und Wein in Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus gewandelt durch den Priester. Und dies nutzen sie, um Gott zu lästern. Denn die Satanisten wissen, dass das nicht nur ein Stück Brot ist, sondern wahrhaft der Leib unseres Herrn Jesus Christus. Er sagte mir, dass sie gestohlene Hostien benutzen. Er selber habe solche in seiner Kirche, wo er Messdiener gewesen war, gestohlen. Er wusste daher, wo sich die Schlüssel befanden. Er habe die Hostien direkt im Tabernakel entnommen. In letzter Zeit sei dies aber komplizierter geworden. Da habe er sich jeweils bei einer heiligen Messe der Reihe der Kommunizierenden angeschlossen und habe die Hostie in die Taschen gesteckt. Die schwarze Messe werde von einem ehemaligen Mönch zelebriert, wobei er für diesen Anlass ein rotes Gewand trägt. Also wir sehen, dass dort in dieser satanischen Messe ein Messdiener der katholischen Kirche involviert ist, der den Schlüssel zum Tabernakel hat und Hostien klaut, um sie bei den satanischen Messen zu verunehren. Und jetzt geht's weiter. Die schwarze Messe werde von einem ehemaligen Mönch zelebriert, also ein Geistlicher wieder. Ein ehemaliger Mönch, ein Geistlicher, welcher sich diesen Kult verschrieben hat. Sie spucken alle auf die Hostie und verbrennen sie. Sie benutzen auch Gebeine von Toten und rufen dann Verwunschungen über ihre Feinde herab. Er selber habe solche gegen seine eigenen Angehörigen ausgestoßen. Nach seiner Aussage haben solche Verfluchungen stets die gewünschte Wirkung erzielt. Diese Satanisten, sie stehlen also gewandelte Hostien, den Leib unseres Herrn Jesus Christus, um ihn zu verunehren. Denn sie wissen, dass es wahrhaft Fleisch und Blut unseres Herrn Jesus Christus ist. Damit wissen diese Feinde Gottes mehr als die meisten Protestanten. Und die Infiltrierung der Kirche wird auch von diesen Menschen selbst bezeugt. Ich möchte euch gerne mal ein kleines Interview einblenden von einem Ex-Satanisten, der davon berichtet, wie er ins Priesterseminar eingeschleust wurde. Aber eine Aufgabe, die du quasi bekommen hast, war ja Pfarrer zu sein. Genau, gibt dann so eine Methode, die nennt sich Äonik. Das bedeutet, dass du wirklich die Gesellschaft, wie sie ist, massiv veränderst. Ja, und dazu musst du halt wie so ein Agent eine Rolle annehmen und dann in ein System dich einspeisen und von dort aus dann deine Macht ausweiten, um dann bestimmte Gesellschaftsstrukturen zu manipulieren, zu beeinflussen. Meine Aufgabe war es, irgendwie katholischer Geistlicher zu werden, um dann als katholischer Geistlicher, also so hoch wie möglich zu werden, bis zum Bischof am besten, um dann in dieser Machtposition
sag ich mal, dann bestimmte Ziele dieser satanischen Organisation ja voranzutreiben, um halt dort eben auch ja noch mehr Tentakeln drin zu haben, ne, um es mal so auszudrücken. Und das ist eben Fakt. Das passiert so. Ich weiß, dass in der römisch-katholischen Kirche Satanisten aktiv sind. Ja. Und als ich sag das jetzt hier einfach so, als ich kurz bevor ich aufgehört habe mit dem ganzen Kram, war ich selber Anwärter in einer katholischen Kirche und habe dort die niederen Weihen bekommen. Und während meiner Weihen bin ich sozusagen geläutert worden, weil ich dort eine Freundschaft mit dem Generalvikar hatte und ich mit denen einfach nicht verraten konnte. Es hat mir so weh getan, weil ich den einfach auch mochte. Das war ein ganz lieber Mensch. Und wir hatten dann auch, ich habe dann auch noch was anderes aufgedeckt innerhalb der Kirche. Es war nämlich schon von einer anderen satanischen Gruppierung, war da auch schon einer drin. Und der hat auf einer Versammlung ganz offen mit mir darüber geredet, dass sein Schutzengel Luzifer sei. Ja, also Luzifer als mittelalterlicher Satan, ne? Nicht den Luzifer aus Rom, die römische Lichtgestalt, nicht den Luzifer, sondern schon den klassischen Luzifer. Und da ist mir dann auch bewusst geworden, okay, krass, ich bin hier gar nicht alleine, hier ist ja noch einer. Und der gehörte gar nicht zu meiner Gruppierung. Der war aus einem ganz anderen Orden, den ich aber auch kannte, aber mit dem ich nichts zu tun hatte. So, und da merkt man einfach, es werden viele Leute irgendwo eingesetzt, die einfach alles unterwandern sollen und am Ende dienen sie dann einer großen Agenda, weil alle diese Orden sind untergeordnet und angeschlossen an ein höheres System. Hierbei handelt es sich um Alexander Stier, der selber auch einen YouTube-Kanal betreibt. Er wurde ins Priesterseminar eingeschleust, hat dort sogar einen anderen Satanisten getroffen, der ebenfalls eingeschleust wurde. Er hat das Priesterseminar aber abgebrochen, wie er sagte. Wie es um seine Bekehrung steht, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass er sich bekehrt hat. Ich hatte mal ein paar Videos von ihm gesehen, das macht nicht den Eindruck, aber egal, es geht ja nicht um ihn selbst, sondern darum, dass es ein sehr aktuelles Thema ist, dass diese Satanisten die Kirche infiltrieren. Wir sehen also Zeugnisse aus den letzten 100 Jahren, die dies bezeugen und bestätigen. Und auch Erzbischof Marcel Lefebvre, Gründer der Priesterbruderschaft St. Pius X., erkannte dieses Problem. Er erkannte das Problem, welches das Zweite Vatikanische Konzil mit seinen Neuerungen hervorbringen wird. Und dieser Problematik wollte er aus dem Weg gehen, indem er die Piusbruderschaft gründete, eine Priestervereinigung, die sich gegen jeden Modernismus stellt. Es gab immer einen Antimodernisten-Eid in der Kirche. Die Priester mussten einen Eid schwören, dass sie jedem Modernismus widerstehen. Dieser wurde nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil gestrichen, sodass die Priester quasi gar nicht mehr verpflichtet sind, in dem Sinne, also durch einen Eid, Modernismus zu widerstehen. Bei der Piusbruderschaft gibt es den noch. Die Piusbruderschaft hält an den alten Lehren fest. Denn Erzbischof Marcel Lefebvre, der Gründer der Priesterbruderschaft St. Pius X., erkannte das Problem der Neuerungen und des Modernismus und hat auch den Teufel selbst als dessen Urheber identifiziert. In seinem offenen Brief an die ratlosen Katholiken schreibt Erzbischof Marcel Lefebvre auf Seite 201 folgendes: Wir entscheiden uns also dafür, den Glauben zu bewahren, und wir können uns nicht täuschen, wenn wir uns an das halten, was die Kirche 2000 Jahre lang gelehrt hat. Die Krise ist tief und so geschickt organisiert und gelenkt, dass man wirklich glauben kann, hier sei nicht ein Mensch der Organisator, sondern Satan selbst. Denn es ist ein Meisterstück Satans, dass er die Katholiken so weit gebracht hat, im Namen des Gehorsams, der gesamten Tradition ungehorsam zu sein. Die Autorität, selbst die legitime, kann nicht eine verwerfliche, böse Handlung befehlen. Niemand kann irgendjemanden verpflichten, seine Ordensgelübde in einfache Versprechen umzuwandeln, ebenso wenig wie uns jemand zwingen kann, Protestanten oder Modernisten zu werden. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil bis heute sehen wir natürlich den Modernismus, wie er wütet. Die Kirche wird immer weiter protestantisiert. Erzbischof Marcel Lefebvre identifiziert den Teufel selbst als Urheber dieser Krise.
Gabriele Amort, der Chefexorzist des Vatikans, berichtet davon, dass die Kirche von Satanisten infiltriert wird, bis hoch zu den Kardinälen. Pius X. berichtete schon von dieser Infiltrierung der Modernisten und der Freimaurer, und auch ein Ex-Satanist, Alexander Stier, berichtet darüber, wie er von seinem Satanistenorden ins Priesterseminar eingeschleust wurde. Was bedeutet das jetzt für uns Katholiken? Für uns Katholiken bedeutet das, wir müssen weiter an der Lehre der Kirche, an der Wahrheit festhalten. Wir müssen der Kirche und der Lehre treu bleiben. Wir sehen ja, dass der Teufel gegen die Kirche anstürmt. Der Herr Jesus Christus sagte, die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwältigen. Also ist dieser Kampf prophezeit. Wir sehen, dass diese Satanisten nicht den Islam infiltrieren und in ihren Ritualen das islamische Freitagsgebet imitieren. Sie infiltrieren nicht die buddhistischen Klöster und imitieren irgendwie pervertiert die buddhistischen Rituale. Nein, sie infiltrieren die katholische Kirche. In ihren teuflischen Ritualen pervertieren sie die heilige Messe, die heilige Eucharistie. Denn der Teufel ist der Vater der Lüge. Die katholische Lehre, die katholische Kirche ist die absolute Wahrheit. Und deshalb bekämpfen sie diese. Wir dürfen ihnen nicht den Gefallen tun und vom Glauben der Kirche abfallen, sondern müssen der Kirche treu bleiben. Denn die katholische Kirche ist der Weg zum Heil, den der Herr Jesus Christus uns auf Erden hinterlassen hat. Deswegen bleibt der Kirche treu, empfangt würdig die heiligen Sakramente, möglichst nicht in Handkommunion. Denn wir sehen ja, dass diese bösen Menschen die Kommunion stehlen. Das ist natürlich bei der Handkommunion um ein Vielfaches einfacher als bei der Mundkommunion. Gottes Segen wünsche ich euch, bis zum nächsten Mal.